Hallo Welderbird, mein Name ist Lars, in Social Media auch besser bekannt als German Welderbird. Ich habe die Ehre, der erste deutsche Host für Weld.com zu sein. Ich hoffe, ich werde den Ansprüchen gerecht. In meinem ersten Video für Weld.com werde ich das Logo als Weldart auf ein Chromstahlblech schweißen. Ich hoffe, euch gefällt's. Schaut rein. Bis dahin, euer German Host Lars. Zum Schweißequipment zählen Schweißhelm mit Frischluftpumpe, Schweißgerät mit Brenner, Schweißhemd, Absauganlage sowie Schutzgasflasche Argon. Schweißgerät und Absauganlage einschalten. Schutzgas aufdrehen, Druck auf 10 bis 15 Liter einstellen, je nach Schweißgeschwindigkeit. Das gewünschte Bild auf Blechgröße zurechtschneiden, dem Blech anpassen, Schutzfolie vom Blech abziehen. Vorbereitung für den Schweißprozess. Schutzausrüstung anlegen, Schweißhelm, Frischluftpumpe, Schweißerhandschuhe und Schweißerhemd. Blech auf Grundplatte aufheften. Dabei muss das Blech gut festgespannt werden, dass es sich nicht verformen kann. Grundplatte sollte mindestens 3 cm Stärke haben. Nach dem Aufheften Spannmittel entfernen und auf dem Schweißgerät 90 Ampere einstellen und mehrere Heftstellen setzen um das Blech herum.
Nachdem das Blech auf die Grundplatte aufgeschweißt wird, nochmals drüber polieren. Dabei ist die Schliffrichtung zu beachten. Jetzt wird das Bild auf das Blech geklebt und alle Umrisse des Bildes werden ausgraviert. Dafür gut geeignet ist ein Dremel mit stechender Funktion. Nach dem Gravieren nochmals das Blech reinigen. Vor dem Beginn des Ausschweißens die Wolframelektrode nochmals anschleifen. Beim Einspannen der Elektrode darauf achten, dass sie ca. 10 bis 15 mm von der Keramik raussteht. Gerät auf 60 bis 70 Ampere stellen, je nach Schweißgeschwindigkeit. Meine Erfahrung sind 65 Ampere bei einem 4 mm Blech am geeignetsten. Danach den Schweißprozess beginnen. Sinnvoll ist es, von innen nach außen zu schweißen. Umso schräger die Brennerhaltung, umso mehr Färbung bekomme ich im Bild. Der Schweißdraht sollte tropfenförmig aufs Blech gegeben werden, so erhalte ich schöne Wellen und es ergibt ein tolles Schweißbild.